Herzlich willkommen zu meinem Unboxing von diesem Controller, der Rematch Riot Controller von Super Mario für Nintendo Switch. Habe ich so richtig gesagt? Ich weiß es nicht. Ich bin ja einer, der eigentlich gerne Controller unboxt. Zudem habe ich ja keins gemacht. Das hier ist nicht mal meiner. Oh ja, ich möchte die trotzdem vergleichen. Alle Controller und den Donkey Kong Controller, den habt ihr ja gesehen. Sorry im Übrigen, falls es nicht wirklich so kacke ist, wie es aussieht. Ist nicht so gewollt. Och man, ich krieg den nicht auf. So, diese Lasche da habe ich gerade eben nicht aufbekommen. Ich will das ja auch eigentlich so wenig kaputt machen, wie geht. Deswegen immer schön vorsichtig sein dabei. Und ich möchte den natürlich dann euch auch mal komplett wieder zeigen, so wie ich das ja meistens gemacht habe. Und dann kann ich euch auch gleich mal noch den Pro-Controller der Nintendo Switch zeigen. Oha, ist ja glowy. Oh. Der ist schick. Aber den will ich eigentlich gar nicht benutzen, der ist ja... Das ist echt schön. Mann, da kommt denn auf das, die Idee mit dem Kabel? Okay, diesmal ist es ein zwanghafter Controller mit Kabel. Wie der Donkey Kong Controller auch, nur dass man hier das Kabel auch abnehmen konnte. Also die beiden haben eine Ähnlichkeit, nur dass der von Power A ist und der von, wie hieß die Marke? PDP. Trotzdem wollte ich ihn euch mal gerne zeigen. Die Sticks. Wenn ich das mal so vergleiche, fühlen sich hier im Gegensatz zum Pro Controller relativ gleich an, nur dass hier eine größere Einkerbung ist. Ansonsten so die Buttons, ich merke da keinen Unterschied. Auch das Steuerkreuz ist relativ gut. Die Anordnung von den Knöpfen hier oben muss man mal sehen, das Plus, Minus, Foto, Home. Was das ist, weiß ich noch gar nicht. Synchron, nee, das macht ja keinen Sinn. Aber das Coole an dem ist, der hat einen Kopfhöreranschluss. Wenn ich das richtig sehe. Das ist super cool. Und hier hinten hat er nochmal diese zwei Knöpfe, für was auch immer die gut sind. Der einzige Manko, den ich feststelle, sind die Schulterknöpfe. Die ja. Die fühlen sich etwas, ja, anders an als beim Pro Controller, nicht unbedingt scheiße, würde ich sagen. Obwohl, na, muss man sich glaube ich dran gewöhnen, aber schlecht sind sie nicht. Im Vergleich zu dem Controller aber glaube ich noch mal besser. Der hier ist aber auch so, schon so gut wie im Eimer, muss ich halt sagen. Der ist halt durch Mario Party sehr, sehr gestorben. Aber trotzdem, den habe ich sehr, sehr gerne noch. Den benutze ich wenigstens noch für YouTube gucken. Vergleiche mit denen jetzt aber mal mit dem Wii U Pro Controller. Merkt man dann doch. Ich glaube, ich finde den hier dann doch wieder besser. Aber am Ende wird der hier trotzdem Favorit bleiben. Auch wenn der hier wirklich schön ist. Also wirklich. Ich zeige euch den jetzt aber mal noch in Action. Ignoriert im Übrigen die Kackhaare auf dem scheiß Teppich schon wieder. War keine gute Idee, den Teppich zu nehmen. Ja, einfach mit USB anschließen. So, damit leuchtet der jetzt hier sogar schon. Ignoriert im Übrigen das Setup, falls das irgendwie für euch komisch aussieht. Falls ihr da gerade was gesehen habt. Ja, der funktioniert auch. Wie mache ich denn das jetzt? Was? Was? Etwas komisch finde ich es nur, dass man mit diesen Tasten hinten am Controller, also nicht die Schultertasten, sondern die anderen komischen, dass man mit denen, ja, in die Apps gehen kann. Aber ansonsten funktioniert der scheinbar ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, ob der Vibration hat, aber an sich wird er, denke ich, ganz gut sein, ja. USB-Controller wird angezeigt, das macht auch alles Sinn. Was aber cool ist, ist wirklich, dass der hier leuchtet. Das ist auch heute wieder ein super professionelles Unboxing, wie ihr merkt, ne? Also ich gebe mir wirklich Mühe, aber irgendwie wird's heute nichts. Also ja, funktionieren tut er. Das ist ja das Wichtigste. Auch wenn mich das mit dem hinten den Knöpfen noch ein bisschen... Also auch wenn ich das noch ein bisschen komisch finde. Gut, aber mehr gibt es auch glaube ich gar nicht zu sagen. Mir gefällt er. Danke auf jeden Fall für eure
Aufmerksamkeit dieses Unboxings. Ich ziehe den jetzt mal wieder ab, hier, damit ich ihn euch nochmal zeigen kann. Wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Dann habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.